Und damit einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Ronny und heute mit einem Wahnsinns-News-Spektakel, denn der Tesla Cybertruck ist in Deutschland angekommen. Er ist an der Giga Berlin heute gegen 11, 12 Uhr muss es gewesen sein, sind auf jeden Fall die ganzen Bilder durch X geflogen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, der kam in einem Holzverschlag an der Giga Berlin an. Der hat genau in diesen Holzverschlag gepasst. Man sieht es noch auf den einzelnen Bildern, die ich hier euch mal einblenden werde. Natürlich danke, geht da natürlich raus an die Tesla Community, die das natürlich festgehalten haben. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Infos dazu gab. Vielleicht hat der ein oder andere ja geheime Informanten gehabt, die ihm das ja schon gesagt haben, dass das Teil in Deutschland ist oder besser gesagt, dass das Ding schon in der Giga Berlin heute zu Gesicht zu bekommen zu sein scheint. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst schon, dass man den da heute zu sehen bekommt. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Und ich habe mal wieder Stau, sehe ich gerade. Das heißt, da können wir schon mal langsam machen. Und da werden wir auf jeden Fall heute das News-Video gefüllt kriegen. Also, der Tesla Cybertruck ist in Deutschland angekommen, an der Giga Berlin. Ob der jetzt da, ich sag jetzt mal, rumfahren wird für uns, also dass wir den vielleicht dann hier in Europa zu Gesicht bekommen, so wie man es ja in China gemacht hat. Dort macht er ja eine wahre China-Tour aktuell. Und das bleibt abzuwarten, ob das dann hier in Europa ebenfalls so sein wird. Ob es der eine nur ist, ob noch mehrere kommen, wir wissen es aktuell nicht. Also Stand jetzt zu meiner Newsaufnahme ist da nichts drüber bekannt, ob es noch mehrere Cybertrucks gibt, die im Zulauf sind oder ob da noch mehr kommen werden. Das ist aktuell nicht bekannt. So, und ja, schreibt doch mal gerne eure Spekulationen dazu in die Kommentare. Also der Cybertruck in Deutschland, da heißt es ja immer, ja, der wird nicht zugelassen und da gibt es Probleme mit Regularien und hast du nicht gesehen. Erinnert euch mal dran zurück, als Tesla das Model S und das X mit dem Yoke-Lenkrad vorgestellt haben. Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das ist in Europa oder in Deutschland nicht erlaubt. Das wird so nicht kommen, hieß es damals. Und heute, ja, genau, sie fahren rum. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Cybertruck ähnlich sein wird. Der wird natürlich geprüft werden müssen durch TÜV etc. und was weiß ich, was es da für Regularien gibt. Aber das ist alles immer nur eine Hürde, die man nehmen kann. Ja, ganz klare Sache. Ja, und das auf jeden Fall zum Cybertruck. Die nächste News ist nicht weniger spannend, denn gestern ist auf X ein Bild aufgetaucht von einer, ja, das wurde von vorne fotografiert, von der Haube, also von der Fronthaube aus gesehen, wurde das fotografiert. Und zwar hat man da gesehen, dass das Tesla Model 3 Ludicrous, so wie es ja heißen wird, hat nämlich eine Dashboard-Leiste aus Carbon. Und ihr seht es ja hier bei mir, ich habe ja auch diese Applikation, die man draufsetzen kann auf das Original-Dashboard, also auf das Holz bei mir. Da habe ich quasi die Dashboard-Carbon-Leisten, die ihr übrigens bei meinem Partner Schopfer Tesla bestellen könnt. Mit 5% Rabatt und dem Gutscheincode RONNY kannst du da 5% auf deine gesamte Bestellung sparen. Also sprich, alles, was du dann im Warenkorb hast, kriegst du 5% ermäßigt. Und ja, das ist auf jeden Fall aufgetaucht und da bleibt es spannend. Ich habe gestern auch auf X geschrieben, man weiß nicht, ob es dann in dem weißen Innenraum auch eine Carbon-Dashboard-Leiste geben wird. Das ist jetzt die Frage. Ich weiß gar nicht, gibt es Carbon eigentlich auch in Weiß? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ich habe mich damit noch nie befasst. Jetzt hier im Auto kann ich auch schlecht ein bisschen danach googeln. Deswegen, ihr schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob es weißes Dashboard, also weißes Dashboard gibt es auf jeden Fall, aber weißes Carbon gibt. Weiß ich nicht. Das heißt ja Kohlefaser, ne? Also weiß ich nicht, ob es weiße Kohle. Ihr werdet es auf jeden Fall, vielleicht gibt es ja eingefärbt oder sowas. Naja, ihr schreibt das bestimmt in die Kommentare. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Weitere News, ebenfalls auch spannend. FSD hat wohl extreme Sprünge gemacht. Selbst Elon hat auf X gepostet, dass er von der 12.4,
dass er da sehr beeindruckt ist, dass die nochmal eine Schippe drauflegen wird, wie die 12.3 schon. Also da ist FSD gerade wirklich, da geht es gerade so steil nach oben. Ich würde mir den Durchbruch wünschen. Ich hoffe, dass das auch ja, zeitnah dann jetzt mal so ein bisschen passiert. Es hieß ja auch, dass im April soll wohl das Herbeirufen oder ja, diese ganzen anderen Geschichten im FSD mit drin sein. Und ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt, weil hier in Deutschland gibt es ja immer noch kein Einparken. Das ist ja immer noch nicht dabei, aber die haben auch nicht hier FSD. Das heißt, ja, bleibt abzuwarten, wer wie was da bekommt, nicht wahr? Das ist alles aktuell sehr, wie soll man sagen, ja, zurückhaltend mit Informationen und sowas, ne? Aber es ist auf jeden Fall, es bleibt spannend, was dahingehend noch passiert. Also ich muss immer wieder an den Cybertruck denken, dass der jetzt in Deutschland ist. Das ist so Wahnsinn, ja, wie Tesla einfach so vorprescht. Und jetzt stellt euch mal vor, die haben ja, so wie ich das mitbekommen habe, laut Infos, laut Gerüchten, man sieht ja keine offiziellen Infos darüber, sollen die 1 Million Vorbestellungen für den Cybertruck haben. Wenn jetzt die, ich sag jetzt mal, die Bestellungen in Deutschland aufgemacht würden, dann, das wäre ja Wahnsinn. Also jetzt Europa generell, das ist ja nicht auf Deutschland. Deutschland heißt ja sowieso, der kommt nicht auf die Straße, der ist zu groß, das bringt nichts, etc. Na, ihr wisst es, ihr kennt ja die ganzen, die das immer behaupten. Und da bleibt es auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall zurück zum Thema FSD. Auch da bleibt es spannend. Ich bleibe da dran. Bin jetzt nicht so 100% im FSD-Beta-Thema, aber ich könnte mir vorstellen, dass das interessant wird. Schauen wir mal. So, ansonsten, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Matrix LED kommt jetzt in den Update mit der 2024.8, kommt das alles rein. Und wir sind mittlerweile bei der 8.4. Und da sind noch 2, 3 andere nette Features dazugekommen, wie zum Beispiel das einmal Vollladen. Das ist sehr interessant, wenn du einen Lithium-Ionen-Akku hast, wie zum Beispiel ich einen habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den Urlaub fahre, was jetzt nächste Woche passieren wird, dann werde ich natürlich nachts vollladen und dann werde ich mit 100% starten. Und diesbezüglich ist das natürlich sehr toll, dass ich dann diese Funktion eventuell sogar schon testen könnte, wenn ich es denn jetzt noch im Laufe der Woche bekomme. Dann kann man nämlich einmal auf 100% laden, weil euch ist es mit Sicherheit auch schon passiert. Ihr habt es vergessen zurückzustellen und dann lädt der ständig auf 100% voll. Und das muss ja nicht sein. Das braucht man ja dann nicht. Ja, man braucht es einmal, wenn man in den Urlaub fährt, und dann war es das. Ne? Und hier hat man wieder Gaffer, weil es entweder, hier ist gar kein Stau. Die halten einfach nur an und gucken, was da los ist. Da kann ich mich aufregen, ne? Fahr da einfach. Mann, wir müssen hier keinen Stau haben, weil da drüben Probleme gibt. Furchtbar. Das zu der zu den 2 interessanten Funktionen. Dann wurden die Blinker Pfeile, die wir hier haben, zum Blinken rechts, links, wurden ebenfalls ein bisschen überarbeitet. Die sind etwas angepasst worden. Und ja, das sind so Kleinigkeiten. Aber das sind alles so, ich sag jetzt mal, Funktionen und für meinen Geschmack sehr interessante, ja, Details, die ich auf jeden Fall immer wieder hervorheben möchte, dass wir das per Software-Update bekommen. Ja, erinnert euch, es gibt wirklich viele Fahrzeughersteller, aber keiner hat es bisher so gemacht wie Tesla, dass du per Software deine Fahrzeuge aktualisiert bekommst. Das muss man einfach immer mal wieder hervorheben. Auch wenn das keiner so wirklich hören mag, von den alten Legacy-Herstellern oder OEMs. Da heißt es dann immer, ja, da ist der Wagen aber fertig und der Regensensor funktioniert. Ja, ich höre aber wieder andere Sachen, dass der Regensensor doch gar nicht so gut sein soll. Aber egal, ich schweife schon wieder ab. Cybertruck in Deutschland, FSD wird besser. Wir kriegen die 2024.8.4 mittlerweile ist im Umlauf. Und ja, das war's zu den Themen. Genau, das Carbon-Dashboard bleibt abzuwarten. Mai soll es ja soweit sein, dass der Model 3 Ludicrous vorgestellt wird. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und das war's schon wieder mit meinem Video. Und wenn du hier rund um das Thema Tesla nichts verpassen möchtest, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, aktiviere die Glocke und dann wirst du hier auch ganz schnell informiert oder direkt informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend.
oder, wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus. Cheers!